Ja, guten Abend und herzlich willkommen hier zu unserem Online-Vortrag live aus Bern, organisiert durch Background Tours und Foto zum Stein. Es ist uns eine große Ehre und Freude, Ihnen einen Mann vorzustellen, der bereits Legendenstatus hat. Er ist der erste und einzige Schweizer im Weltraum und das nicht nur kurz. Über 1000 Stunden in verschiedenen Missionen hat er dort verbracht. Er kann unglaublich viele spannende Geschichten daraus erzählen und in der nächsten Stunde wird er mit uns eine Reise durch das Wunder des Kosmos machen. Ich freue mich sehr. Herzlich willkommen. Bienvenue. Lieber Claude Nicollier, es ist deine Bühne. Merci. Danke. Ja, Mischa, danke vielmals für die Gelegenheit. Ich muss sagen, ich habe so viel von Background Tour bekommen, dass ich muss etwas zurückgeben. Und es ist etwas Bescheidenes, dass ich es zurückgebe, aber das ist wirklich eine Äußerung von der Danke für die, alle diese Gelegenheiten, die ich gehabt habe in der Vergangenheit, diese schöne Reisen mitzumachen, sei es in Antarktika oder Chile, Bolivia mit Sterngucken und große Observatorien besuchen und Reise in den Vereinigten Staaten. Also danke vielmals für alle diese Gelegenheiten. Und das ist etwas, das ich zurückgebe an Background Tour. Und grüezi, sehr geehrte Damen und Herren, es ist für mich ein großes Vergnügen, hier zu sein. Und ich werde über die Wunder des Kosmos sprechen. Und ich muss sagen, ich habe die extrem große Privileg gehabt, in den Weltraum zu gehen. Wie schon erwähnt, viermal in den 90er Jahren, etwas mehr als 1000 Stunden im Weltraum, viermal Shuttle-Flüge. Also die Shuttle-Missionen waren relativ kurz, typisch etwa 12 Tage Mission plus minus 2 Tage, sagen wir. Aber wir hatten immer ein großes Programm und ein ziemlich ambitiöses Ziel zu erreichen, bei jeder Mission für das Space Shuttle. Insbesondere für mich waren schön die Missionen, die als Ziel hatten, das Weltraumteleskop Hubble zu besuchen und Reparaturarbeiten durchzuführen. Das waren die schönsten Missionen. Also ich war ursprünglich ein Astrophysiker und wenn man Astrophysiker ist und man wird Astronaut und man wird gefragt, zusammen mit 6 anderen Besatzungsmitgliedern da oben zu gehen und Hubble treffen und Hubble Reparaturarbeiten durchzuführen. Das waren für mich Traummissionen. Das war Mission Nummer 2 und Nummer 4. Und Sie sehen hier auf diesem Bild, hier bin ich bei einem Weltraumspaziergang oder Weltraumausflug bei meiner letzten Mission im Dezember 1999. Wir sind während 8 Stunden außen gegangen mit Mike Fall, mein Kollege. Die Weltraumausflüge waren immer zu zweit, aus Sicherheitsgründen und Effizienzgründen auch. Und wir haben den Hauptcomputer von Hubble ausgewechselt und eine neue Kamera installiert. Und Sie sehen, diese Aufnahme ist interessant, da Sie sehen die Reflexion der Erde auf dem Visier von meinem Helm. Ich hatte den Kopf nach unten. Und hier auf der Erde, wenn wir Kopf nach unten haben, wenn wir hängen von einem Ast, von einem Baum, dann kommt das Blut auf den Kopf. Aber da oben natürlich nicht, da es gibt Schwerelosigkeit. Und wir haben immer das Gefühl, wenn wir im Weltraum sind, dass unten ist, wo unsere Füße sind. Und meine Füße waren in der Frachtraum des Space Shuttle. Und ich war bereit, den Hauptcomputer von einem Kasten in den Frachtraum wegzunehmen und an das Teleskop zu bringen für eine neue Installation. Und für mich unten war, wo meine Füße waren, und das war gegen die Richtung der Erde. Ich habe die Erde gesehen, wenn ich das gemacht habe, Richtung, und ich habe die Erde gesehen, natürlich rund, die Erde nicht flach, es ist rund, oben unten. Also hier war ganz schwarz, das war der Himmel. Und hier habe ich die Erde gesehen. Und Sie sehen hier die Reflexion der Erde auf der Visier von meinen Helm. Und Sie sehen auch auf beide Seiten der Erde hier, reflektiert auf meinen Visier von meinen Helm. Sie sehen die Lampen. Wir sind 8 Stunden außen geblieben für diese Arbeit.
Und das heißt, wir sind fünfmal um die Erde gegangen. Und das heißt, es war Tag, Nacht, Tag, Nacht, Tag, Nacht, Tag, Nacht. Und während Tag, wenn die Sonne über den Horizont war, konnte man natürlich arbeiten ohne künstliche Lichter. Aber dann gab es Sonnenuntergang in 20 Sekunden. Dann musste man diese Lampen einschalten, sodass der Arbeitsplatz beleuchtet wurde. Man konnte weiterarbeiten. Wir sind nicht geschlafen während einer halben Stunde Nacht. Wir haben einfach weitergearbeitet. Und dann gab es einen Sonnenaufgang. Wir konnten die Lampen ausschalten. Dann gab es eine Stunde Tag, Umlaubanstag, dann eine halbe Stunde Nacht mit Lampen an. Für mich, das sind Erinnerungen. Und alles das ist immer noch sehr präsent in meinem Kopf. Das war so, so, so eindrucksvoll und schön. Aber es war auch Arbeit. Wenn wir in den Weltraum gehen, in so eine Mission, das ist nicht einfach, um die Erde zu sehen, die Schönheit der Erde und die Sterne zu sehen. Wir hatten ein klares Ziel, Arbeit, und wir mussten das viel trainieren. Wir können nicht zu viele Fehler machen. Wir müssen wirklich konzentriert sein und sehr gut ausgebildet sein für jede Mission. Gut, gehen wir weiter. Inhalt von dieser Präsentation, ich werde ein wenig über die ersten Schritte der bemannten Raumfahrt sprechen. Ganz generell, das ist ein Vortrag über Raumfahrt und die Schönheit von diesen Missionen, aber insbesondere bemannte Raumfahrt. Natürlich, es gibt auch andere Gebiete der Raumfahrt, wie Sonden, die ins Sonnensystem geschickt werden. Wir haben vor zwei Tagen eine Sonde der United Arab Emirates, UAE, die auf Mars gekommen ist. Es ist um die Umlaubahn um Mars gekommen. Und gestern ist eine andere Sonde von China in die Umlaubahn um Mars gekommen. Und nächste Woche, am 18. Februar, kommt eine Sonde aus Vereinigten Staaten, Perseverance. Und es wird, ich hoffe mindestens, sanft auf die Oberfläche von Mars landen. Das sind Missionen, die uns erlauben, viel bessere Kenntnis über die Machtseigenschaften zu bekommen. Das sind wissenschaftliche Missionen prinzipiell. Aber ich werde über bemannte Raumfahrt sprechen. Erste Schritte Gagarin und dann werde ich rasch erwähnen, der Apollo-Programm bis das Space Shuttle-Programm. Achtung, Gefahr, einen weiteren Weltraum. Am Anfang der bemannten Raumfahrt gab es natürlich nur Kosmonauten aus Sowjetunion und Astronauten der Vereinigten Staaten. Und dann sind einige Ausländer gekommen und es gab auch einen Schweizer, der gekommen ist. Es ist gut geklappt, aber ich muss sagen, am Anfang haben die Amerikaner sich gefragt, ja, kann ein Schweizer wirklich das machen, was unsere Leute machen oder nicht? Ich glaube, ich habe bewiesen, dass ich das machen konnte. Da bin ich viermal geflogen, aber am Anfang gab es diese Fragezeichen. Ich werde über Hubble und Resultate sprechen. Wie schon erwähnt, war ich zweimal auf Hubble, um Reparaturarbeiten durchzuführen mit meinen Kollegen, mit dem Space Shuttle. Ich werde über die ISS, International Space Station, oder Internationale Raumstation sprechen. Das ist das Ziel von allen bemannten Raumflügen jetzt. Bald kommt wieder der Mond, aber jetzt ist es Internationale Raumstation, das Ziel von bemannten Raumflügen. Neue Spieler der Raumfahrt, insbesondere private Firmen wie SpaceX und Boeing, sind jetzt eingesetzt, um Raketen zu entwickeln und Kapseln, um Fracht und Leute in den Weltraum zu schicken. Und dann werde ich sprechen über die Background Tour, nimmt sie auch in den Weltraum oder fast. Ganz am Ende werde ich darüber sprechen. Gut, kurz, warum bemannte Raumfahrt? Viele Leute fragen sich, ja, warum? Also wir haben Probleme hier auf der Erde, warum schicken wir Leute in den Weltraum? Es ist gefährlich, es kostet, aber wir gehen. Und ich habe hier einige Hinweisen, warum wir Leute in den Weltraum schicken. Bemannte Raumfahrt verwirklicht einen uralten Traum der Menschheit, absolut ohne Zweifel. Es gab den Traum der Menschen, in die Atmosphäre zu gehen, zu fliegen. Und seit etwas mehr als ein Jahrhundert machen wir das. Und dann gab es diese technische Möglichkeit,
mit Raketen genügend Geschwindigkeit zu bekommen, sodass wir in die Umlaufbahn bleiben können. Das war Ende der 50er Jahre mit der ersten künstliche Satellit Sputnik 1 in 1957. Und jetzt gehen wir. Wir haben diesen Drang, da gehen, wo unsere technischen Möglichkeiten uns erlauben zu gehen. Es ist ein Traum der Menschheit, in die Atmosphäre zu gehen. Das ist schon durchgeführt seit ziemlich langer Zeit, und in den Weltraum zu gehen. Der Mensch will fremde Welten erforschen. Es gibt natürlich eine Beziehung mit dem ersten Punkt. Wir wollen erforschen. Es ist unsere Genen zu erforschen und zu entdecken. Und für die Forschung im Sonnensystem sind Roboter meistens ungenügend und sehr langsam wegen großer Entfernung. Zusammenarbeit zwischen Menschen und Roboter ist die beste Lösung. Zum Beispiel diese Roboter, die auf Mars kommen, ich habe es schon erwähnt, es gibt drei, die vor einigen Tagen und nächste Woche kommen werden auf Mars. Aber wenn wir einen Mars-Roboter auf die Oberfläche von der roten Planet ist, wenn wir das stören wollen, das Signal, die Steuerung, braucht etwa 10 bis 20 Minuten, bis es auf Mars kommt. Und dann der Feedback kommt noch nach 10 oder 20 Minuten. Es ist abhängig von der relativen Position für die Erde und Mars. Und das variiert natürlich die ganze Zeit. Also Mars-Forschung mit Robotern ist sehr, sehr, sehr langsam. Und wenn wir Leute haben und Roboter auf Mars, es ist eine viel bessere Lösung, da wir sind da. Wir können sofort reagieren, wenn irgendetwas passiert. Und es gibt natürlich dieses nationales Prestige und Machtbeweis. Zum Beispiel der Apollo-Programm hatte natürlich als Ziel, für die Amerikaner zu beweisen, dass sie diese Fähigkeiten hatten, Leute auf den Mond zu bringen in den 60er Jahren. Und das war sehr schwierig bei dieser Zeit. Und sie haben das absolut klar und glänzend bewiesen. Und das war natürlich etwas sehr Positives für die Position von Vereinigten Staaten in der Welt, insbesondere in Beziehung mit der Sowjetunion. Aber es ist auch ein Nachweis technischer und wissenschaftlicher Fähigkeiten. Zum Beispiel China hat vor 2 Jahren eine kleine Raumfähre geschickt, die sanft gelandet ist auf die ferne Seite des Mondes. Und das wurde nie vorher gemacht. Das ist sehr schwierig, da wenn wir diese Raumfähre kommandieren wollen, wir müssen einen Relais-Satellit haben, ferner als der Mond, sodass die Signale durch diesen Satellit, diese Relais-Satellit kommen und dann zurück auf den Mond, auf die ferne Seite des Mondes. Und sie haben das bewiesen, dass die das machen konnten, und das war eine erste. Und ich muss sagen, das war ein Beweis, dass sie diese Fähigkeiten hatten, und das war natürlich sehr positiv für die Position von China und auch alle Länder, die diese Fähigkeit haben, in den Weltraum zu gehen. Also China hatte gute Punkte bekommen bei dieser Chang'e 5 Landung auf der fernen Seite des Mondes. Gut, und bemannte Raumfahrt inspiriert. Es gibt absolut keine Zweifel darüber. Das ist ein Bild von On a marché sur la Lune. Das ist ein Cartoon von Hergé. Und es wurde in 1954 publiziert. Ich war 10 Jahre alt bei dieser Zeit. Und ich muss sagen, dass dieses Buch hat mich sehr inspiriert. Und ich bin nicht der Einzige, der inspiriert war durch dieses Buch. Sie sehen diese schöne Rakete mit diesen rot und weiß Quadraten, die geht Richtung Mond. Und das ist eine Repräsentation des Mondes, die sehr richtig ist. Sie haben hier die Sea of Tranquility, wo Neil Armstrong und Buzz Aldrin gelandet sind in 1959. Das ist der Sea of Crisis hier. Also das ist eine sehr gute Repräsentation des Mondes. Sehr, sehr schöne Zeichnung. Und wenn ich dieses Bild sehe, ich kann mich erinnern, wenn ich 10 Jahre alt war, und ich war inspiriert durch diese Stories von Raumfahrt. Und das war natürlich vor der erste Satellit um die Erde. Das war einige Jahre, 3 Jahre bevor Sputnik 1 und etwa 7 Jahre vor der erste bemannte Raumflug mit Juri Gagarin. Bemannte Raumfahrt und ganz generell Raumfahrt inspiriert. Es inspiriert mich natürlich, aber viele andere Leute auch, viele junge Leute und weniger junge Leute auch. Gut, Juri Gagarin
mit diesem Kalten Krieg zwischen Vereinigten Staaten und Sowjetunion. Die Sowjetunion hat diese Fähigkeit gehabt, der erste Mensch in den Weltraum zu schicken, Juri Gagarin. Ein junger Mann, 27 Jahre alt, wurde geschickt und er hatte Mut. Da bei dieser Zeit waren wir nicht absolut sicher, dass ein Mensch die Schwerelosigkeitsbedingungen überleben kann. Man hat ihm wahrscheinlich gesagt, du gehst, aber er ist gegangen. Und wir sind ihm dankbar, dass er Ja gesagt hat und er hat diese einzige Umlaufbahn in etwa 90 Minuten durchgeführt um die Erde. Und er hat für uns Astronauten und Kosmonauten die Türen des Weltraums geöffnet. Und wir sind ihm sehr dankbar. Er hatte Mut. Natürlich, es brauchte eine Reaktion auf die Seite der Vereinigten Staaten. Und das war der Apollo-Programm. Und es war lanciert durch Präsident Kennedy. Und nur einige Wochen nach dem Raumflug von Juri Gagarin, das war Ende Mai 1961, der Flug von Gagarin war 12. April 1961, aber Ende Mai hat Präsident Kennedy an den Kongress gesagt, we're going to go to the moon in this decade. Und später hat er dieses berühmte Gespräch gehabt, Public Speech, in der University of Rice in Houston. We choose to go to the moon. We choose to go to the moon in this decade and do the other things, not because they are easy, but because they are hard. Because that goal will serve to organize and measure the best of our energies and skills. Because that challenge is one that we are willing to accept, unwilling to postpone, and one which we intend to win. Magische Worte. Keine Tweets bei dieser Zeit, aber starke Ideen und sehr starke Worte. Ich muss sagen, ich bin sehr beeindruckt durch diesen Mut, politischen Mut von Präsident Kennedy. Da, es war gar nicht einfach. Nur einige Wochen nach dem Flug von Juri Gagarin, man fürchtete für sein Leben. Und dann er sagt, in den nächsten 8 bis 9 Jahren werden wir Leute auf den Mond schicken und zurück auf die Erde bringen. Politischer Mut. Und es brauchte natürlich viel Talent in den Vereinigten Staaten, technischer Mut, wissenschaftlicher Mut. Und das war da in den Vereinigten Staaten. Und es war ein totaler Erfolg, Apollo-Programm. Ich bin persönlich sehr beeindruckt durch das, was realisiert worden ist in den Apollo-Programmen der 60er Jahren und Anfang der 70er Jahren. Sehen Sie dieses Bild. Schauen Sie einige Sekunden dieses Bild. Sie sehen die Umlaufbahn um den Mond und Sie sehen die Erde, die sich langsam aufhebt auf dem Horizont des Mondes. Etwa 4-mal größer als der Mond vor der Erde gesehen. Das ist die Beziehung zwischen Größe der Erde und dem Mond. Und wir sehen diesen Planet, wo sich das Leben entwickelt hat in den letzten 3 Milliarden Jahren, mehr oder weniger. Dieser blau und weiß Planet, blau für die Ozeane, weiß für die Wolken. Wahrscheinlich der einzige Planet im Sonnensystem, wo sich das Leben so sich entwickelt hat. Vielleicht gibt es kleine Zeichen von Leben auf Mars, das werden wir sehen, auch wir sind nicht überzeugt. Aber es ist ein absolut wunderbarer Planet, Planet Erde. Und hier sieht man die auf dem Horizont des Mondes. Ich muss sagen, ich habe viele Emotionen, wenn ich dieses Bild sehe. Das ist der Start, das war von Apollo 8. Apollo 8 war nur ein Flug Richtung Mond, aber ohne Landung. Im Dezember 1968 und etwa 8 Monate später, im Juli 1969, Apollo 11. Und Sie sehen hier Start von dieser enorm großen Saturn V-Rakete. Im oberen Teil hier, kleine Kapsel mit Neil Armstrong, Buzz Aldrin und Mike Collins, 3 Astronauten der NASA. Sie hatten auch Mut, kann ich Ihnen sagen. Das war Start von dieser Rakete Richtung Mond. 3 Tage Reise bis Mond, dann Trennung der Mondlandefähre von der Command Module und dann Neil Armstrong und Buzz Aldrin sind auf die Mondoberfläche gekommen für die erste Landung auf dem Mond. Die Nacht von 20. bis 21. Juli 1969 für uns. Und sehen Sie hier, das ist ein Bild von Buzz Aldrin, der Zweite, der auf dem Mond marschiert hat, eine Aufnahme von Neil Armstrong gekommen. Sie sehen hier die Mondlandefähre Eagle. Jede Mondlandefähre von
Dieses Programm hatte einen Namen, schönen Namen für diesen ersten Igel, der Adler. Und wir sind in Bern hier, das ist ein Experiment von der Universität Bern, Professor Geis, um Partikel der Sonnenwind zu sammeln auf eine Aluminiumfolie. Dieses Experiment wurde nachher nach Bern zurückgeschickt, wurde analysiert und jetzt hat man eine gute Kenntnis von der Zusammensetzung der Sonnenwind. Dank Professor Weiß und Physikalisches Institut Universität Bern. Enorm großer Erfolg und das ist wirklich ein tolles Resultat, das Bern erreicht hat. Dieses Experiment auf die erste Landung auf dem Mond zu haben und auch auf weitere Missionen der Apollo-Programm. Sie sind nur etwa 2,5 Stunden geblieben für diese erste Schritte auf dem Mond, diese erste Weltraumspaziergang, aber diesmal auf einen festen Körper in der Sonnensystem, nicht in der Schwerelosigkeit, wie ich erwähnt habe, für meinen Weltraumspaziergang im Dezember 1999. Noch einmal, so eindrucksvoll der Apollo-Programm und so viel Mut. Politischer Mut, technischer Mut, wissenschaftlicher Mut, operationeller Mut von den Astronauten. Das war eine Plaque, die installiert worden ist auf einen von diesen 4 Beinen von der Mondlandefähre Eagle. Und Sie sehen hier, man from planet Earth first set foot upon the moon, July 1969. Und das ist wichtig. We came in peace for all mankind. Wir sind in Frieden gekommen für die ganze Menschheit. Und das war natürlich ein amerikanischer Erfolg, aber es war immer der Fall in der bemannten Raumfahrtprogramm. Die Astronauten sind da, um die Menschheit zu repräsentieren. Sie sind nicht da für ihr Land oder für sich selbst, gar nicht. Aber wir repräsentieren, wir sind Botschafter der Menschheit im Weltraum. Schön. Und Sie müssen das gut verstehen. Man hat manchmal das Gefühl, das ist ein Wettkampf und die Amerikaner haben gesagt, ja, das ist unser Programm. Gut, es war ein enorm großer amerikanischer Erfolg, aber sie haben immer gesagt, wir repräsentieren die Menschheit auf unserem Satellit, auf dem Mond. Und es gab Apollo 12, es hat gut gegangen, Apollo 12, Apollo 13, wie Sie wissen, wir hatten dieses große Problem in der Nähe des Mondes, Explosion von einem Sauerstofftank in der Service-Modul von Apollo, das war extrem riskant. Da man braucht Sauerstoff, sodass die 3 Astronauten leben können. Man braucht auch Sauerstoff, um Elektrizität zu produzieren in den Energiezellen, die Wasserstoff und Sauerstoff benutzen, um Elektrizität zu produzieren und Wasser auch. Und es gab viel Hilfe von Mission Control Center in Houston unter Leitung von Gene Kranz, der Flugdirektor für jede bemannte Raumfahrtmission gibt es einen Flugdirektor, er ist der Boss der Mission. Und er hatte sehr viel Talent und sehr gute Leadership. Er hat seine Leute gesammelt in der Mission Control Center. Er hat gesagt, wir werden die Besatzung retten und Failure is not an option. Misserfolg ist keine Option. Das ist Leadership und das hat geklappt. Es war sehr, sehr, sehr kleine Marge, um die Besatzung zu retten. Natürlich, sie konnten nicht auf dem Mond landen, aber sie sind um den Mond gegangen, dann zurück. Und mit sehr, sehr, sehr wenig Marge in Sauerstoff konnte sie schlussendlich nach etwa 6 Tagen nach dem Start in Ozean landen, im guten Zustand. Danke, Gene Kranz. Er hat ein Buch geschrieben mit diesem Titel Failure is not an option. Gut, es gibt viele natürlich Aufnahmen und Videos von dem Apollo-Programm und es gab nach Apollo 13, 14, 15, 16 und 17. 17 war die letzte Mission im Dezember 1972 und Sie sehen hier Gene Cernan, er war der Kommandant Apollo 17. Ich zeige nur das, sodass Sie verstehen, wenn Sie einmal da oben gehen, wie man sich bewegen kann mit seiner Raumanzug auf dem Mond, wie man sich bewegen kann auf dem Mond, wenn man rasch gehen will. Sehen Sie, wie Gene Kranz wird Ihnen das zeigen, wie man sich bewegt. Okay, bereit? Whee! Boah, when you do this and you go down slope, that first step is a long one.
Die Gravität auf dem Mond ist etwa ein Sechstel von der Gravität auf der Erde. Also obwohl der Raumanzug und das Lebensversorgungssystem ziemlich massiv ist, Sie sehen, er bewegt sich ziemlich rasch und elegant. Also wenn Sie einmal da oben gehen, das ist der Weg, sich zu bewegen. Skip, das ist das Wort. Skip. Okay, Ende Apollo-Programm, noch einmal Apollo 17, Dezember 72, und dann gab es Projekte für das nächste Programm, und es wurde beschlossen, in den Vereinigten Staaten eine wiederverwendbare Raumfähre zu konzipieren und bauen und operieren, das Space Shuttle. Es war Flügel in Weltraum, die Idee war, eine bemannte Raumfähre mit ziemlich großem Frachtraum in die tiefe Umlaufbahn um die Erde zu schicken und dann am Ende der Mission zurückkommen in der Atmosphäre, dann Anflug und Landung auf eine Piste, sanft landen auf eine Piste. Also das ist natürlich die Idee von einer wiederverwendbaren Raumfähre, Space Shuttle. Und Space Shuttle hat zwei Programme möglich gemacht. Auf einer Hand Weltraumteleskop Hubble-Programm. Sie sehen, dieses große Teleskop hatte Platz in großen Frachtraum des Space Shuttle. Keine Raketen konnten das durchführen. Das war nur möglich dank des Space Shuttle. Und Sie sehen hier die internationale Raumstation, Kooperationsprogramm zwischen 5 Weltraumagenturen, Vereinigten Staaten, Russland, Kanada, Japan und Europa. Und es dauerte etwa 10 Jahre, um das Ganze zu bauen, in die tiefe Umlaufbahn um die Erde, etwa 400 Kilometer Höhe. Und das Space Shuttle war absolut nötig, um alle diese Elemente der Raumstation da oben zu bringen. Und dann, die wurden zusammengebracht mit Weltraumspaziergängen, spezielle Werkzeuge, um das Ganze zu sammeln. Hier sehen Sie, das war in 2011, das war Ende Bau, Raumstation. Das Space Shuttle ist angedockt an der Raumstation für eine der letzten Flüge, die nötig war, um diesen ganzen Komplex in die tiefe Umlaufbahn zu bauen. Für die russischen Elemente wurde die Proton-Rakete benutzt, nicht das Space Shuttle. Aber noch einmal, Shuttle war maßgebend für diese zwei Programme. Ich werde insbesondere über das Weltraumteleskop Hubble-Programm sprechen, der nur möglich gewesen ist dank des Space Shuttle. Noch einmal kurz über das Space Shuttle. Wiederverwendbare Raumfähre, das ist klar. Sie sehen hier den Start mit diesem Raumflugzeug, kann man sagen. Das landete am Ende der Mission auf einer Piste. Es gibt eine große Sauerstoff- und Wasserstoff, flüssige Sauerstoff- und Wasserstofftank. Es war die Quelle von Treibstoff. Ups. Treibstoff und Oxidant für diese drei Raketenmotoren im hinteren Teil des Space Shuttle. Dann, es gab zwei Feststoffraketen, die einen extra Schub produziert haben für die ersten 2 Minuten des Aufstiegs, die Umlaufbahn. Und die Wasserstofftriebwerke waren interessant. Also das war grüne Schub, da es produzierte Wasser, etwa 1,5 Tonnen Wasser pro Sekunde und 1000 Tonnen Schub. Also das ist Start des Space Shuttle mit einer kleinen Kabine da oben mit 7 Besatzungsmitgliedern, der Kommandant, der Copilot und 5 sogenannte Mission Specialists. Es gab total 135 Missionen zwischen 1981, der erste Flug, und 2011. Leider gab es nur 133 Landungen da. Wir haben 2 Shuttle verloren. Es war Challenger in 1986 und Columbia in 2003. Leider haben wir. Also, der Shuttle war betrachtet als mit hohen Fähigkeiten, aber relativ gefährlich und ziemlich teuer, leider. Okay, jetzt werde ich zeigen, kurz die letzte Minute vor dem Start des Space Shuttle, also der Motor, Raketenmotor des Space Shuttle, die letzte Countdown-Minute. Dann werden Sie den Start
mit diese drei Raketenmotoren, Wasserstoffraketenmotoren plus zwei Feststoffraketen. Bis Trennung, die zwei Feststoffraketen nach 2 Minuten, sie sind in den Ozean gefallen, wurden wieder geborgen und wurden wieder benutzt für weitere Flüge. Okay, fasten your seatbelts, anschnallen jetzt, da wir werden gehen. Das ist der Null-Tag bis Start. Es wird passieren in 2 Minuten. Sie sehen hier das Space Shuttle auf der Startrampe mit der Besatzung da oben in der Kabine, 7 Besatzungsmitglieder. Das ist der Start von Discovery. Natürlich, es gibt viel Arbeit in der Kontrollraum, im Kennedy Space Center. Alles muss kontrolliert werden, dass alles klappt, bevor wir das Signal geben, um die Raketenmotoren zu starten für den sogenannten Liftoff. Und dann der Aufstieg in die Umlaufbahn dauerte nur 8,5 Minuten, relativ kurz. Weltraum ist sehr nahe. Wenn wir mehr als 100 Kilometer Höhe sind, sind wir schon im Weltraum. Okay, ich lasse jetzt den Ton von diesem Video. Raketenmotoren da, alles wird kontrolliert, die Bewegung. And we have a go for auto sequence start. Discovery's onboard computers have primary control of all the vehicle's critical functions. T minus 17 seconds and counting. 15. Das ist spannend. 12. 11. 10. 9. 8. 7. 6. 8. Start. 2. 1. Boosted mission and liftoff of the Space Shuttle Discovery, returning to the space station, paving the way for future missions beyond. Roger that, Richard. Roger what we're saying. Zeit zu gewinnen, ich gehe weiter, nicht ganz bis Trennung Feststoffraketen. Dann erkläre ich einige Sachen über das Space Shuttle. Das ist die Kabine des Space Shuttle. Und für die Geometrie ist es mehr oder weniger wie der Cockpit von einem modernen Linienflugzeug. Sie sehen, das ist der Sitz der Kommandant links, immer links für den Kommandant, der Copilot rechts, mit Steuerknüppel, aber auch für drei Freiheitsgrade. Es gab Pitch, Yaw und Roll. Und das ist ein kleiner Knopf für die lineare Bewegungen, X, Y oder Z hier. Und das war unser Arbeitsplatz, Arbeitsraum, kann man sagen, während typisch etwa 10 Tage der Mission. Sehr kompliziert. Das war ein Cockpit der 70er Jahre mit sehr, sehr vielen Schaltern. Und Sie müssen sich vorstellen, das ist vorne im Cockpit und nicht drehen Sie 180 Grad, und Sie hinter, das ist das sogenannte Aft-Cockpit, Vollschalter wieder einmal. Das ist der Grund, warum Training war sehr lange für das Space Shuttle. Das war kompliziert. Und während der Umlaufbahnphase normalerweise haben wir hinten gearbeitet. Zum Beispiel Zusammentreffen mit Hubble war der Kommandant hier auf die linke Seite von Aft-Cockpits. Ich war zum Beispiel hier, um den Roboterarm zu betätigen, um den Hubble-Teleskop zu greifen und dann den Frachtraum zu installieren. Aber Sie sehen, wie kompliziert diese Maschine war. Zu kompliziert schlussendlich. Und Sie werden sehen, wie unkompliziert jetzt die neuen Kapseln sind, um Astronauten in die Raumstation zu bringen, heutzutage. Das sind meine 4 Missionen, von links bis rechts. Und die Nummer 2 und Nummer 4 waren Besuche von Hubble-Weltraumteleskop. Sie sehen, immer relativ kurze Missionen, Maximum 15 Tage. Und die kürzeste waren 8 Tage. Ich zeige nur eine Aufnahme, die während meiner ersten Mission genommen worden ist. Und Sie sehen klar hier, es gibt Schwerelosigkeit. Und man kann die Füße auf die Decke haben oder die Füße auf der Seitenwand. Oder wenn man wirklich will, kann man die Füße auch auf den Boden haben. Aber Sie sehen, es ist ein Problem. Es gibt viele Schalter hier auf die Decke.
Aber Sie sehen, dass es ist ein Detail. Alle Schalter sind geschützt durch Metallteile, um zu vermeiden, dass man eine Schalterposition ändert mit seinen Füßen auf die Decke. Also das ist eine Charakteristik von den bemannten Raumfähren. Wir waren 7 an Bord. Ich habe meine Kollegen und Kolleginnen gut gekannt, aber ich weiß nicht genau, wer da ist. Sie beobachten die Erde durch das vordere Fenster des Cockpit des Space Shuttle. Wie erwähnt, Mission Nummer 2 und 4 waren Besuche für das Hubble-Weltraumteleskop, ein Kooperationsprogramm zwischen Vereinigten Staaten und Europa. Die Idee war, ein Teleskop zu haben in die Umlaufbahn um die Erde, das heißt keine Atmosphäre zwischen den Teleskopen, die Objekte, die beobachtet werden. Und die Idee war, eine viel größere Auflösung oder Präzision von Bildern von Himmelsobjekten zu haben. Das Teleskop wurde in die Umlaufbahn gebaut mit dem Space Shuttle im April 1990. Sie sehen hier, der Roboterarm hat gerade das Teleskop losgelassen. Für den Aufstieg war das Teleskop im Frachtraum. Natürlich, die Solarsegeln waren auf dem Haut von Hubble. Später wurden sie ausgefaltet, aber der ganze Teleskop war im Frachtraum. Hier wurde es gerade losgelassen. Mit einer Geschwindigkeit von 28.000 km pro Stunde. Das ist Formationsflug mit 28.000 km pro Stunde. Und wir hatten ein Problem am Anfang mit Hubble. Der Hauptspiegel war nicht 2,4 Meter Durchmesser. Relativ große Spiegel für ein Weltraumteleskop. Klein verglichen mit großen Teleskopen hier auf die Erdoberfläche, wie zum Beispiel die ESO-Teleskope in Chile, die wir mit Background-Tour besucht haben und noch einmal in der Zukunft besuchen werden. 2,4 Meter und es war etwas zu flach, 2 Mikronen, 2 Tausendstel von Millimeter zu flach. Das scheint nicht ein großer Fehler zu sein, mechanisch gesehen, aber optisch gesehen, das war nicht annehmbar. Und es war immerhin vorgesehen, Wartungsmissionen zu haben. Das sind alle 5 Wartungsmissionen, die durchgeführt worden sind. Und Sie sehen, die erste Servicing Mission 1 war im Dezember 1993. Das war meine zweite Mission und die erste Besuch von Hubble mit Hauptziel, eine optische Korrekturaggregat zu installieren, auch die Solarsegeln zu auswechseln. Ich war auch bei der dritten Besuch von Hubble, Servicing Mission 3A, im Dezember 1999, das war meine letzte Mission. Der letzte Besuch von Hubble war im Mai 2009 und Hubble funktioniert immer noch sehr gut jetzt. Aber wenn es ein Problem gibt, haben wir nicht mehr die Möglichkeit, Hubble zu besuchen, da das Space Shuttle wurde nicht mehr benutzt ab 2011. Jetzt die 3 Space Shuttle sind in Museen in den Vereinigten Staaten. Für mich eine große Ehre, dabei zu sein bei der ersten Besuch von Hubble. Das ist diese Besatzung für Servicing Mission 1, Dick Cavie, der Kommandant, Jeff Hoffman, Tom Akers, Katie Thornton, eine Frau an Bord, sehr begabte Frau, Katie Thornton, Story Musgrave, Ken Bowersox und ich. Wir haben trainiert während etwa ein Jahr, sehr intensive Training, das wurde nie vorher gemacht, eine wesentliche Reparaturarbeit an einem komplexen wissenschaftlichen Instrument in die Umlaufbahn, in die Schwerelosigkeitsbedingungen durchzuführen. Trainiert während ein Jahr und dann sind wir 3 Tage vor dem Start nach Kennedy Space Center, von Houston nach Kennedy Space Center gegangen. Und dann, ich kann mich erinnern, diese Nacht von 1. bis 2. Dezember 1993 wurden wir um 1.30 Uhr am Morgen, 3 Stunden vor dem Start, mit einem kleinen Bus Richtung Startrampe gebracht. Und ich kann mich erinnern, genau dieser Moment, wo Sie die Türe des kleinen Bus öffnen, dann sehen Sie Ihre Raumfähre da. Und es ist ein eindrucksvoller Moment. Also wir hatten diese Verantwortung, da oben zu gehen, Hubble zu finden, Hubble zu greifen und zu reparieren. Und die Leute erwarteten von uns Erfolg. Und für uns gab es Fragezeichen. Wir waren gut trainiert, aber noch einmal, das war eine Premiere. Gut, 3 Stunden später sind wir gestartet. Die 7 Besatzungsmitglieder sind da oben in der kleinen Kabine. Eine Nachtstart. Ich kann mich erinnern, 5 Minuten nach dem Start haben wir die erste Sonnenaufgang auf dem Atlantischen Ozean gehabt, mit etwa 10-mal Schallgeschwindigkeit. Eindrucksvoll, ein Start während Nacht.
Dann mussten wir natürlich Hubble finden, aber alles war geplant, sodass wir schlussendlich in Formationsflug waren mit Hubble. Und hier sehen Sie, ich war der Roboterarm-Operateur und ich operiere den Roboterarm. Das ist eine Künstlerzeichnung, die repräsentiert die Position von Hubble in Bezug auf das Space Shuttle oder Space Shuttle in Bezug auf Hubble für eine richtige Greifen und Installation in eine kleine Plattform im hinteren Teil des Frachtraums. Dann haben wir Weltraumspaziergänge durchgeführt, fünf total. Das ist die erste, wo wir die optische Korrekturaggregat installieren in Hubble. Diese große Büchse voll Spiegel, die sind aus diesem Kasten ausgenommen von Kommando, von Boden, und dann haben die falsche Form des Hauptspiegels korrigiert für die wissenschaftlichen Instrumente. Bei dem fünften Weltraumspaziergang haben wir die Solarsegel ausgewechselt. Sie sehen hier, das ist eine sehr schöne Aufnahme, das ist der Teleskop. Zwei von meinen Kollegen, Sorry Musgrave und Jeff Hoffman, das sind Werkzeuge. Für jeden Weltraumspaziergang musste man gewisse Werkzeuge wählen für die gewisse Arbeit. Und wir sind über Australien, 600 Kilometer Höhe, das ist südliche Teil von Australien, Adelaide, und das ist Antarktika im Hintergrund und ganz schwarzer Himmel hier. Einmalige Erinnerung, kann ich Ihnen sagen. Ja. Und wir waren über Australien, wir konnten auf einer Seite die westliche Küste Australiens sehen, auf die andere Seite die östliche Küste, und alles bewegt sich mit 8 Kilometer pro Sekunde. Sehr schöne Aufnahme auch. Bei einer gewissen Zeit habe ich mit dem Roboterarm zwei von meinen Kollegen im oberen Teil des Teleskops gebracht. Sie müssten Hitzeschutz bringen an den Magnetometern. Das war auch geplant. Wir sind über Australien wieder einmal, oder nördlich Australien. Das ist Sharks Bay in der Westküste Australien. Sehr schöne Aufnahme. Und hier haben wir die Solarsegel ausgewechselt, aber sie sind noch nicht ausgefaltet. Freude hat geherrscht, kann ich Ihnen sagen. Wir haben Erfolg gehabt bei dieser Mission. Und das ist die Besatzung, bevor wir das Teleskop wieder ausgenommen haben von dem Frachtraum und frei in seine Umlaufbahn geschickt haben. Erinnerungen, es ist noch voll in meinem Kopf jetzt. Großer Erfolg für diese erste Mission. Und seit dieser Zeit, Anfang 1994, ist das Teleskop sehr produktiv geworden, da diese optische Korrektur war natürlich maßgebend, um das Teleskop effizient zu bringen. Das ist Training für den dritten Besuch von Hubble. Ich war diesmal einer der Weltraumspaziergänger, Training im Wasser mit einem genaues und sehr präzises Modell von dem Teleskop. Und da sind wir 6 Jahre nach dem ersten Besuch, das ist Dezember 1999, und ich bin da am Ende des Manipulatorarm. Ich installiere eine neue Kamera an Bord des Teleskops. Das ist mein Kollege Mike Fall. Sie sehen, wie groß das Teleskop ist. Und das ist die alte Kamera, die nicht mehr funktioniert hat. Wir mussten diese auswechseln. Wir sind 8 Stunden außen geblieben für diesen Weltraumspaziergang, haben auch Erfolg gehabt. Aber das war fast die Grenze von unserer Möglichkeit für einen Weltraumspaziergang. Wir hatten für etwa 8 Stunden 40 Minuten Sauerstoff, und wir sind etwas mehr als 8 Stunden außen geblieben. Und am Weihnachtstag 1999 haben wir das Teleskop wieder freigelassen auf seine Umlaufbahn. Es war wieder funktionierend. Neue Computer, neue Kamera und alle Kreisel mussten wir auswechseln. Jetzt habe ich eine kurze Astronomielehre in etwa einer Minute. Objekte, die von Hubble beobachtet werden sind. Und es gibt Aufnahmen von diesen Objekten mit Hubble mit sehr hoher Präzision. Galaxien, das sind Haufen von typisch etwa 100 bis 200 Milliarden Sternen wie die Sonne. Unsere Galaxie hat 200 Milliarden Sternen. Die Sonne ist nur eine aus diesen 200 Milliarden. Dann gibt es Galaxiehaufen, es gibt Kugelsternhaufen, sehr große Konzentration von Sternen, typisch an Millionen Sternen. Galaktische Gasnebel, das ist der Geburtsort von Sternen. Planetarische Nebel, das ist Endphasen von der Entwicklung von Sternen. Hubble beobachtet auch manchmal Planeten wie Saturn und Mars und Kometen. Und ich zeige nur rasch einige sehr, sehr schöne Bilder und sehr präzise Bilder von diesen Objekten. Das ist wieder einmal eine
Nebel in unsere Galaxie. Und Sie sehen die Details, es gibt kleine Nebel da unten rechts, also es gibt so viele Details. Und das hätte man nie mit einem Teleskop auf dem Boden der Erde da. Alle Teleskope, die auf die Erdoberfläche sind, sehen diese Objekte durch die Atmosphäre. Die Atmosphäre ist turbulent und es stört die Qualität von den Bildern am Fokus. Das ist noch einmal diese Kugelsternhaufen, so viele Sterne und so präzise Bilder. Das ist ein sehr schönes Bild, das ist ein sogenannter Deep Field. Manchmal benutzt man das Teleskop und man richtet in ein kleines Fenster am Himmel, wo es gar nichts gibt. Es ist ganz schwarz. Und man sammelt Licht während Stunden oder sogar während Tage. Und am Ende in Regionen, wo es fast nichts gibt, bekommt man solche Bilder. Und Sie sehen hier, alle diese Objekte sind Galaxien, außer diejenigen, die Kreuz haben. Das sind Objekte, die im Vordergrund sind in unserer Galaxie. Alle anderen Objekte sind sehr, sehr weit im Universum. Typisch Millionen oder 10 oder 100 Millionen Lichtjahren oder sogar Milliarden Lichtjahren entfernt. Das ist ein Blick in die Tiefe des Universums, aber auch in der Vergangenheit des Universums. Ein Blick nach unten, Sie sehen hier natürlich das Mittelmeer und Italien und das ist die Schweiz hier und das ist Bern hier. sehr schön. Sie können sich vorstellen, wenn wir ein wenig Freizeit haben, was nicht sehr oft der Fall war für Shuttle-Missionen, aber die Raumstation etwas mehr, hat man natürlich den Blick auf die Erde. Hier sehen Sie von der Raumstation genommen, der Space Shuttle, der fliegt über Neuenburg, das ist Neuenburger See, das ist der Bieler See und der Murtensee und Bern ist ungefähr hier. Wir sind hier. Aber wir bewegen uns mit 8 Kilometern in der Sekunde. Es dauert nur etwa 20 Sekunden, bis wir über Zürich sind. Noch einmal, das sind alle Bilder genommen von der Raumstation, bevor der Shuttle später angedockt hat an der Raumstation. Gut, einige Worte, bevor ich über die Raumstation spreche. Erfolgsrezept, das sind einfach einige Ideen, die ich hier gesammelt habe über die Lehren der Raumfahrt, was man lernt und wie man Erfolg erreichen kann im Weltraum. Aber das sind auch Rezepte, die gültig sind hier auf der Erdoberfläche. Klar definierte Ziele, klare Prioritäten, Teamarbeit. Wir müssen immer absolut klare Ziele haben, um Erfolg zu haben. Wir können nie Erfolg haben, wenn die Ziele nicht absolut klar bestimmt sind. Strikte operationelle Disziplin, wie in der Fliegerei, haben wir immer Checklists benutzt. Und wir waren sehr präzis und diszipliniert, wirklich wie in der Fliegerei. Das Unvorhergesehene vorhersehen, wir haben viel gedacht über, was wir machen werden, falls wir Probleme haben. Und das war in einem Buch, sogenannte Flight Rules. Und wir haben viele Probleme gehabt, aber wir hatten schon trainiert am Boden, wie man diese Probleme löst. Man muss nicht denken, ja, was werden wir jetzt machen? Wir haben das schon trainiert und wir haben schon die Rezepte. Das ist eine gute Lehre für Tätigkeiten hier auf der Erde. Immer mehrere Wege zum Erfolg planen und trainieren. Und trainieren, trainieren, noch mehr trainieren. Raumstation, wie schon erwähnt, es ist jetzt die Umlaufbahn 400 Kilometer Höhe. Das ist das Ziel von allen bemannten Raumflügen. Es wurde gebaut durch die Hilfe von der Space Shuttle, schon erwähnt, und der Proton-Rakete von Russland. Und während mehrerer Jahre, nachdem der Space Shuttle auf die Seite genommen worden ist, in 2011, wurde Soyuz benutzt, russische Soyuz benutzt, um Astronauten in die Raumstation zu bringen. Kooperation zwischen diesen fünf Weltraumagenturen und schlussendlich 15 Länder, inklusive die Schweiz. Hier sehen wir eine Mahlzeit zusammen mit 6 Besatzungsmitgliedern der Raumstation, mit allen Repräsentativen von diesen Nationen. Das ist ein Astronaut aus Kanada, das ist Frank de Winne aus Belgien, Gennady Padalka aus Russland, das ist ein Amerikaner hier, Koichi Wakata aus Japan und ein anderer Russen. Also diese Leute arbeiten zusammen, obwohl diese Nationen nicht immer gut zusammenarbeiten hier auf der Erde, aber die Idee von der Raumstation ist, alle Leute von diesen Nationen arbeiten zusammen für Zwecke von Forschung und Wissenschaft.
Jetzt gibt es seit letztes Jahr neue Mittel, um Leute in die Raumstation zu bringen. Das sind amerikanische Mittel und das ist von privaten Firmen. SpaceX mit Elon Musk, der CEO, hat eine neue Kapsel entwickelt, sogenannte Crew Dragon, um Leute, vier Leute, Soyuz kann drei Leute nehmen, aber Crew Dragon 4, mit einer sehr modernen Raumfähre auf eine Rakete, die auch eine SpaceX-Rakete ist, Falcon 9, Leute in die Raumstation zu bringen. Für das erste Mal, das ist passiert im Frühling letztes Jahr und im Herbst nächstes Jahr, letztes Jahr, 2020, wurden vier Astronauten da oben gebracht. Und hier sehen Sie diese, noch einmal, private Rakete, SpaceX Falcon 9 Rakete, Sie werden den Start sehen. Und was merkwürdig ist, SpaceX ist in der Lage, die erste Stufe von dieser Rakete, das ist ungefähr dieser Teil der Rakete, nach Trennung, zweite und erste Stufe, etwa 2 Minuten nach dem Start, kann SpaceX wieder die erste Stufe zurückbringen und landen auf eine Plattform in der Atlantischen Ozean. Also es ist wieder Verwendbarkeit für die erste Stufe, inklusive die Motoren und alle elektronischen Systeme für die erste Stufe. Das ist wirklich ein fantastisches Resultat. Sie werden das sehen hier. Okay, gehen wir nach oben mit dieser Rakete Falcon 9, mit Astronauten in der Kapsel da oben. Ich zeige nicht die ganze Aufstieg in die Umlaufbahn. Und jetzt nach 2 Minuten gibt es Trennung der ersten Stufe. Und die erste Stufe kommt zurück auf diese kleine Boot da unten. Ja? Das ist Endanflug für die erste Stufe, die wiederverwendet wird. Sehen Sie das? Ja? Es wird gebremst mit Raketenmotoren und es landet sanft auf diese Plattform. Das ist Wiederverwendbarkeit. Ja? Das ist ein fantastisches Resultat von SpaceX. Und, die NASA und die ESA probieren auch, das zu tun jetzt. Aber das wurde von SpaceX gefunden und entwickelt. Das ist das Innen von dieser Kapsel Crew Dragon. Sie sehen, dass nicht wie das Space Shuttle mit all diesen Schaltern, man kommandiert diese Raumfähre wie sein iPhone. Touchscreen. Also wenn wir Manöver durchführen wollen, wir machen das wie auf eine iPhone mit den Fingern. Also das ist ganz modern. Und ich muss sagen, das ist eine sehr positive Seite der bemannten Raumfahrt, dass diese privaten Firmen kommen mit sehr, sehr modernen Systemen. Und es ist ein sehr großes Stimulant auch für die großen Weltraumagenturen. Hier sehen Sie zum Beispiel die Crew Dragon angedockt an der Raumstation. Das ist Teil der Raumstation mit dem Europäischen Labor Columbus. Und das war im November letztes Jahr Andockung von dieser Crew Dragon an der Raumstation. Mondprogramm, das Ziel ist, wieder den Mond zu erreichen in den nächsten Jahren. Das Ziel von Amerikanern ist mit dem Artemis-Programm die erste Landung auf dem Mond mit einer amerikanischen Frau und amerikanischer Mann, eine Astronautin und ein Astronaut, in den südlichen Pol des Mondes zu landen in 2024, wahrscheinlich wird verspätet, 25 oder 26. Und die Europa ist dabei auch. Das ist die Kapsel, wie der Apollo-Kapsel, aber eine moderne Kapsel. Es ist genannt Orion-Kapsel und das sogenannte Service-Modul ist von Europa gebaut und geliefert. Und das ist die neue Rakete, wie die Saturn-5-Rakete, sogenannte Space Launch System-Rakete. Und hier sehen Sie diese Kapsel. Und es kommen auch Europäer einmal auf solche Flüge in die Mondumlaufbahn. Das ist ein künstliches Bild, das ist klar, das ist noch nicht passiert. Und Sie sehen, wie bei Apollo 8, die Erde auf dem Horizont des Mondes. Das ist der südliche Pol des Mondes. Der Vorteil ist, dass wenn wir im Südpol des Mondes sind, auf einem Krater, können wir immer die Sonne sehen. Wenn Sie in Äquatorgegend sind, haben Sie einen Tag mit der Sonne über dem Horizont während 2 Wochen, dann eine sehr kalte Nacht während 2 Wochen. Wenn Sie im Südpol sind, haben Sie immer die Gelegenheit, die Sonne zu haben. Das ist gut für Energie produzieren und auch für die Temperatur. Es werden natürlich neue Mondlandefähren entwickelt und es gibt Kooperationen, Vereinigten Staaten, Europa und Japan und Kanada. Und Toyota von Japan produziert eine Mond-Elektrofahrzeug für Astronauten und Kosmonauten, die diese Raumfahrzeug benutzen werden in Region Südpol des Mondes.
Mars ist ein weites Ziel. Nach Mond und Mondkolonie, kann man sagen, werden wir einmal Leute auf Mars schicken. Elon Musk natürlich ist fast besessen mit dieser Idee, Kolonie, Menschen auf Mars zu haben in vielleicht 10 Jahren oder 15 Jahren. Leute sind nicht ganz einig darüber. Wir werden Mars sicher explorieren, aber Kolonie, Menschen, das finde ich nicht eine sehr gute Idee. Da die Bedingungen für das Leben auf Mars werden schwierig sein. Es ist okay für einige Explorateure, aber für viele Menschen vielleicht nicht. Und SpaceX entwickelt eine neue Rakete, die sogenannte Starship. Und das ist ein Künstlerbild von zwei Starship auf die Oberfläche von Mars. Und das ist ein Prototyp des Starship. Es wird gebaut in Süd-Texas, in Boca Chica, und wird getestet mehrmals. Und es gab eine Test, halb erfolgreiche Test im Dezember letztes Jahr von dieser Rakete. Es ist nach oben gegangen und dann ist es nach unten gegangen, wie ein Gleitflug. Und es musste diese Manöver machen und sanft landen auf einer Plattform, aber es hat nicht geklappt. Ich zeige nicht das Video, aber das ist kurz bevor diese Landung passiert ist mit dieser Rakete und es gab eine Explosion. Aber das war ein Testflug, das ist okay. Gut, ich bin fast am Ende. Bemannte und unbemannte Raumfahrt, ja, aber eine klare Priorität, Sorge für Planet Erde, ist absolut klar. Und die Mittel der Raumfahrt sind benutzt, um die Erde zu beobachten, sei es die Erdoberfläche oder die Erdatmosphäre. Wie zum Beispiel hier, Sie sehen von einem Satellit, wir sehen Bewegungen von Luftmassen in die Atmosphäre, Sie sehen Feuer in der Lateinamerika, in Brasilien. Sie sehen Sand von Sahara, das sich Richtung Westen bewegt bis Gulf of Mexico. Also man kann viel beobachten von Weltraum und das nützt, um die Erde zu schützen in den nächsten Jahren und Jahrzehnten. Wenn ich nach vorne gehe, das ist jetzt Ende 2019, Sie können sich erinnern, es gab viele Feuer in Australien. Und wir sehen diese Feuer, die sich, gehen wir etwas weiter jetzt, Dezember. Sie sehen alle diese Aschenwolken, die sich nach Osten bewegen, Richtung Südteil von Südamerika. Gut, rasch jetzt, ich bin fast am Ende, aber ich möchte über diese Background-Tour reisen in 2021. Wir haben solche Touren schon gemacht in den letzten Jahren. Sehr erfolgreich und wir haben die Absicht, wieder im September, Anfang Oktober, wenn alles gut geht mit Covid, aber das ist der Plan jetzt, wir hoffen, dass es klappt, eine Reise in Peru und Bolivien und Chile. Sie sehen hier La Paz, das ist der Salar de Uyuni in Bolivien, absolut fantastisch, eine große Meer von Salz, etwa 50 Kilometer Größe. Das ist ein Besuch von ALMA, ein Observatorium 5000 Meter hoch, neben San Pedro de Atacama. Das ist Paranal-Observatorium, das ist Sonnenuntergang im Paranal-Observatorium. Sehr schöne Reise, wir probieren das Ende dieses Jahr durchzuführen. Und eine andere Reise, das ist von Background Tour, das ist im November, eine Reise in Vereinigten Staaten. Wir werden wichtige Orte für die Raumfahrt und Luftfahrt besuchen. Zum Beispiel in Seattle, Washington, werden wir Boeing besuchen. Das ist der Bau von Boeing 777, Johnson Space Center, Air and Space Museum in Washington, das ist Kennedy Space Center. Und das ist dieser Ort in Boca Rita, wo diese Starship-Rakete entwickelt wird und getestet wird. Die Absicht ist, diesen Ort auch zu besuchen. Das ist sehr einmalig. Gut, und in vielleicht 10 Jahren werden wir mit Background Tour die Möglichkeit haben, auf den Mond zu gehen. Let's go to the moon with Background Tour in 2030. Danke vielmals und danke, Mischa. Ja, ich danke dir ganz herzlich, lieber Claude. Es war wieder einmal eine unglaublich spannende und faszinierende Einsicht in die Raumfahrt. Es ist spannend für mich. Ich könnte dir noch stundenlang zuhören und die Zeit vergeht viel zu schnell. Und wir haben unglaublich viele Fragen erhalten. Ich kann auch die nicht alle stellen, aber ich werde doch ein paar
auswählen, weil es ist wirklich toll, was die Leute alles geschrieben haben. Ich fange mal etwas Technisches an. Wie beurteilst du die Gefährlichkeit des Weltraumschrottes für die künftigen Missionen und für die wichtigen Kommunikationssatelliten? Weil es hat ja Schrott im Weltall, ist das ein Problem? Ja, ohne Zweifel, das ist ein Problem, Weltraumschrott. Es gibt etwa 30.000 Teile Weltraumschrott über 10 cm Größe, die gefolgt sind mit Radar von Vereinigten Staaten, NORAD. Und manchmal musste man mit dem Space Shuttle und mit der Raumstation eine Abweichungsmanöver durchführen, um eine Kollision zu vermeiden. Das ist ein sehr großes Problem. Mhm. Und jetzt gibt es klare Regeln für Leute, die Satelliten in die Umlaufbahn schicken würden. Die Satelliten, nachdem sie nicht mehr funktionieren, müssen zurückkommen auf die Erde. Sonst bleiben die während Jahrzehnten oder Jahrhunderte da oben. Mhm. Auf einer Hand und große Stücke Weltraumschrott werden wir eliminieren. Es gibt ein Projekt, sogenannte Clear Space, das ist ein Startup von APFL, entwickelt ein System, um ein großes Schrottelement, ziemlich großes Schrottelement der ESA, eine Stufe von der Vega-Rakete zu eliminieren, wegzunehmen. Ja. Okay. In 2025, also in 4 Jahren. Ja. Also wird einiges getan, ja. Sehr gut. Jetzt eine persönliche Frage, die gestellt wurde. Jemand würde gerne wissen, ob du auch einmal in einem Moment Angst gehabt hast oder dich gefragt hast im Weltall, was mache ich da überhaupt? Also wir machen alles, um die Angst auf die Seite zu bringen. Da Angst, wenn man Angst hat, das hilft nicht. Man kann vielleicht ein wenig Sorge haben, aber nie mehr als ein wenig Sorge, sagen wir. Und Apollo 13, also diese Explosion von einem Sauerstofftank in der Nähe des Mondes, und der Kommandant sagt, Houston, we have a problem. Ja. Er hatte nicht Angst, es ist ein Problem, wir werden dieses Problem lösen oder probieren zu lösen. Ist auch eine Frage von der Einstellung und vom Training, nehme ich an. Von? Ist sicher auch eine Frage von der Einstellung, Attitude. Ja, ja. Ganz klar. Gut, eine weitere Frage. Herr Nicollier ist dafür bekannt, dass er ein Künstler mit dem Kanada-Arm des Space Shuttle war. Vielleicht der beste aller Astronauten an diesem Gerät. Das hat hier jemand geschrieben. Was war dein Geheimnis? War das einfach viel Training oder hast du ein ausgeprägtes dreidimensionales Wissen? Das ist eine gute Frage. Ich glaube, diese dreidimensionale Repräsentation habe ich immer gehabt. Und das kommt ein wenig von meiner Fliegertätigkeit. Also wenn wir Akrobatik machen mit der Hunter oder Angriffe in den Alpen, man muss immer diese Repräsentation von der dritten Dimension. Und es war immer meine Idee, dass man muss ein Gebiet haben, wenn wir in einer Gruppe Astronauten sind, ein Gebiet haben, wo man Spezialist ist. Und ich hatte das gewählt. Und das andere von meinen Kollegen waren Spezialisten auf die Computer des Space Shuttle oder andere Aspekte. Und es ist gut, wenn man, ich würde nicht sagen der Beste, aber einer der guten Spezialisten in einem Gebiet war. Und ich hatte das gewählt am Anfang. Wie immer bescheiden und beliebt. Eine weitere Frage. Was war dein schönstes Erlebnis im Weltall? Kannst du das wirklich in Worten fassen? Ja, es gab so viele. Aber ich muss sagen, ein sehr spezieller Moment war, als Astrophysiker der Astronaut geworden war. Das erste Mal, dass ich mit meinen Händen, mit Handschuhen natürlich, Hubble berührt habe. Und ich hatte das Gefühl, dass etwas sehr Spezielles geht durch meinen Körper und mein Gehirn bei dieser Zeit. Das war ein sehr, sehr schöner Moment. Ja. Und immer noch präsent. Eine weitere Frage. Wie hast du den Start und den Wiedereintritt in die Erdatmosphäre erlebt? War das auch am Körper sehr, sehr deutlich spürbar? Nein, also der Shuttle war sehr angenehm, viel angenehmer als ein Kapsel. Viel weniger G-Werte hatte man bei dem Space Shuttle. Für den Aufstieg in die Umlaufbahn hatte man wenig G bei dem Start, da wir waren so schwer. Das Gewicht war so hoch, also 80% von unserem Startgewicht von 2000 Tonnen war Treibstoff. Aber am Ende des Aufstiegs hatte man sehr wenig Treibstoff. Und dann die Beschleunigung war größer. Die Beschleunigung ist die Beziehung zwischen Schub und Gewicht. Und der Schub war natürlich diese drei Wasserstofftriebwerke. Und Gewicht ist kleiner, kleiner, kleiner geworden jede Sekunde. Und dann die Beschleunigung war
bis 3G am Ende des Aufstiegs. Aber am Anfang des Aufstiegs war es weniger als das. Also 3G ist nicht sehr viel. Und während der Wiedereintritt der Atmosphäre mit diesen großen Flügeln, wo man bremsen konnte in der hohen Schichten der Atmosphäre, wenn wir in die tiefen Schichten gekommen sind, wir waren so langsam, dass wir hatten nur 1,5G. Also sehr angenehm. Mit einer Kapsel, das ist eher 4 oder 5G, aber der Schall war sehr, sehr angenehm. Okay. Ich habe noch viele Fragen. Also meine Fragen. Großmutter hätte auch das auch, nehmen können. Sicher, ja. Okay. Physisch gesehen, das Schall war sehr angenehm. Okay. Ja. Eine letzte Frage, sei mir erlaubt. Jeder weiß es, der Ausdruck Freude herrscht, entstand mit dem Telefonat mit dem damaligen Bundesrat Adolf Oggi. Ja. Kannst du dich an diesen Moment erinnern, als er mit dir gesprochen hat? Ja, das war natürlich der erste Gespräch. Ich war in der Kabine zusammen mit meinem Kommandant von meinem ersten Flug. Das war im Sommer 1992. Und wenn er das gesagt hat, das war sehr positiv. Also Freude herrscht. Und ich muss sagen, es war gegen Ende unserer Mission, nicht Anfang, aber es hat eine sehr positive Ambiance, Geschmack gebracht für unsere Reste unserer Mission. Und später habe ich oft daran gedacht, wenn die Sachen nicht sehr gut gehen, gehen etwas schief, ich denke immer an das, was Adolf Oggi gesagt hat, Freude herrscht, dann denke ich an Freude herrscht und dann geht es besser. Lieber Claude, ich danke dir ganz, ganz herzlich. Es war eine spannende Zeit, viel zu schnell vorbeigegangen. Fast noch schneller als deine Fahrt vom Neuenburgersee nach Zürich, vom Gefühl her. Und jetzt hoffen wir natürlich alle zusammen, dass die zusammen geplanten Reisen diesen Herbst auch durchgeführt werden können. Und Sie, liebe Zuschauer, wenn Sie noch weitere Interessen haben, background.ch/event, dort finden Sie auch die Reisen von Claude Nicollier mit uns oder auch andere Reisen, plus auch von unserem Partner Foto Zumstein, hat es ja ein tolles Smart-Teleskop, ein Spezialangebot, das da ausgestellt wird, weil das ist jetzt scheinbar neu möglich, Claude. Man kann ja eigentlich auf dem Sofa sitzen und die Sterne zu sich holen, aufs iPhone, mit einem solch unglaublichen Gerät. Und es ist ein schönes Teleskop auch. Sehr schön, ja. Es ist ein Künstlerwert, nicht nur technische. Absolut. So, deshalb vielen, vielen Dank für das Interesse, fürs Zuschauen. Danke, Claude. Bleiben wir alle gesund. Hoffen wir auf baldige mögliche Reisemöglichkeiten und wünsche Ihnen gute Nacht. Danke. Danke, Micha. Danke, Background 2. Danke.